Kannst du dich von Will Smith schlagen lassen? Will, beruhig dich! Das war nur ein Scherz, Mann! Oh! Ich trau gar nichts mehr. Ich trau nur noch meiner Faust. Okay. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Ja, es wird mal wieder Zeit, dass ich mich so ein bisschen um meine Community kümmere. Und wie ginge das besser, als wenn ich eure Fragen auf Twitter beantworte? Hast du eine Idee, wie ich es besser hinbekomme, mich auf die wichtigen Sachen im Leben zu konzentrieren und nicht nur auf Videospiele? Ich dachte, Videospiele sind das einzig Wichtige im Leben. Also würde ich wie immer sagen, labern wir nicht lange rum. Eure Fragen, meine Antworten darauf. Los geht's. Hattest du einen Kater nach dem Space Frogs Video? Ich hab sogar zwei Kater. Nee, zugegeben, gerade in der Nacht ging es mir dann eine gute Zeit lang ziemlich schlecht. Trotzdem hat es aber mega viel Spaß gemacht, mit den Spaceys zu drehen und euer Feedback war ja auch wirklich super geil. Generell wächst die Community aber momentan auch echt seit dem letzten Video einen ganzen Ticken schneller als gewohnt. Von daher, Leute, ein ganz großes Dankeschön geht an euch raus. Also wenn es weitergeht, dann haben wir dieses Jahr wirklich noch ein geiles Abo-Special am Start. Wow! Wie heftig war die Essacher Luft der Space Frogs? Ohne Scheiß, das Ding war brutal übel. Man denkt, das sei schon vorbei. Dann wird es noch schlimmer. Ohne Scheiß, ich habe so die Schnauze voll. Dieses Jahr trinke ich keinen einzigen Tropfen mehr. Ich habe keinen Bock mehr einfach. Mir ist glaubwürdig. Tu dich mal ins Pilzkönigreich teleportieren und flirte mal mit Peach. Ich weiß zwar nicht warum, aber na gut, das kann ich schon machen. Servus, Peach. Schau mal, wer da ist. Hä, Dumtendo, was machst du da? Los, geh weg von der. Willst du mich verarschen oder was? Junge, ich habe heute mein Anrecht auf Peach. Schau, das ist sogar vertraglich festgehalten, Mann. Betrug! Okay, Jungs, kommt, schafft den weg hier. Zu viel Salz irritiert das Immunsystem. Wie geht Sammy so? Ach, der erholt sich immer noch vom Tinder-Video. Allerdings habe ich doch ein weiteres Familienmitglied, was ich euch gerne vorstellen möchte. Also an alle, die zu faul sind, sich um den Boden ihrer Wohnung selber kümmern zu müssen, habe ich jetzt einen kleinen 42-Sekünder für euch. Ja, ich habe tatsächlich den D-Bot X1 Turbo von Ecovex bekommen. Wer sich dafür genauer interessiert, ich habe auf CO Live ein ganzes Unboxing hochgeladen, wo ich alles nochmal ganz genau erkläre. Kurz gesagt, was mir an dem Sauger aber gut gefällt, ist, dass der den Boden richtig schrubbt mit den Wischpads. Die meisten Staubrobatoren wischen ja einfach nur feucht durch. Und das war's. Er reinigt sich selbst, weicht dank der Kamera Gegenständen aus, bevor er sie berühren muss. In der App wird eure Wohnung in 2D oder auf Wunsch sogar in 3D dargestellt. Ein Tipp ist da, by the way, von mir, macht eine Sperrzone bei einer Treppe, weil normalerweise fällt der Treppen nicht runter, das erkennt er schon. Aber so eine Anschaffung würde ich einfach nur mal sicher gehen. Das gleiche gilt natürlich auch bei so Stellen, wo kleine Kabel sind oder so, einfach eine Sperrzone drüberlegen. Nicht, dass er doch mal was einsaugt, was er gar nicht einsaugen sollte. Völlig los, Digga. Link zum ganzen Video sowie zum Produkt ist in der Videobeschreibung. Der Versand ist kostenlos und momentan gibt's auch nochmal 200€ Rabatt. Okidoki. Ich denke, es wird langsam Zeit für die Insta-Time, CEO. Ja, stimmt, komm. Die ballern jetzt rein. Insta-Time. So, ich hau jetzt eine Aufgabe in einer Story auf Instagram raus und später im Video reagieren wir dann live darauf, was da so für Sachen zurückkommen. Ihr Leute, was gab's? Zeus hier, willkommen zu Insta-Time. Jetzt mal reinschreiben in die Kommentare. Stellt mir mal unangenehme Fragen, also so richtig krass unangenehme Fragen, die man auf keinen Fall beantworten möchte. Ich habe jetzt schon gut Angst, würde ich sagen, sieht man sich schon morgen im Video und dann bis dann. Darf ich einen Pfiff? Moxan Pfiff? Moxan Pfiff? Moxan Pfiff? Na! Moxan Pfiff? Ich mox kein Pfiff. Kein Pfiff. Also mockst du kein Pfiff? Warum ist TikTok so verblödet? Ach komm, auf TikTok gibt's auch safe richtig coolen Content, oder nicht? Du Sammy, kann ich was abhaben, bitte? Dieser Kommentar wurde mit Salz und Pfeffer gewürzt. Kannst du mal kosten, ob der so gut schmeckt? Ja gut, hau her! Zu viel Salz irritiert das Immunsystem. Kannst du mal deinen Ventilator interviewen? Leute, mir kann doch keiner erzählen, dass ihr diesen Ventilator-Joke nach einem Vierteljahr immer noch lustig findet. Vor allem, wie soll denn das Interview aussehen überhaupt? Das ist ein Ventilator. So, also, Oliver Pocher hat ja übel eine gebumst bekommen. Wie stehen Sie dazu? Ja krass, das sehe ich komplett auch so. Und bei Chris Rock? Tiki, Alter. Sehr poetisch. Was denken Sie, bei wem wird das nächste ist der Latz ordentlich hergezwirbelt? Nein! Fragt ihr euch eigentlich manchmal, warum ihr euch überhaupt diesen Kanal gibt? Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Und damit zurück ins Studio. Kann Carina wieder die Insta-Time übernehmen? Es ist voll süß, wenn sie das macht. Ja, leider ist Carina auf Arbeit, deswegen geht das nicht. Aber ich glaube, bei den Fragen, die jetzt gleich kommen, das muss schon nicht beantworten.
Monsterteil. Meine Aufgabe an euch war dieses Mal, mir ja super unangenehme Fragen zu stellen. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal rein. Guckst du ins Klo, bevor du spülst, schreibt die Kathi. Tatsächlich bin ich Sitzpinkler und ich spüle mal schon runter, bevor ich aufstehe, damit die Geruchentwicklung halt nicht entsteht. Es ist so ein Höflichkeitsspüler sozusagen. Tedo schreibt, was war die längste Zeit, die du mal scheißen warst? Boah, ich glaube wirklich mal so 1-2 Stunden, aber eher wegen Twitter und Co., aber nicht wegen egal. Kadi schreibt, wie oft gehst du ohne Zähne putzen ins Bett? Ich verweigere die Aussage. Unbeschrieben fragt mich, welcher YouTuber findest du richtig scheiße, obwohl er einen guten Ruf hat? Da verweise ich auf das letzte Video, weil da gab es einen, ja, Kollegen. Patrick Pumpen schreibt, in welcher Situation in der Öffentlichkeit hast du dich am meisten geschämt? Ich habe mal in der S-Bahn auf Versehen laut gefurzt und jeder wusste, dass ich es war, weil so voll war die nicht. Edgar schreibt, ob es wirklich stimmt, dass ich alkoholfreies Bier trinke. Und tatsächlich stimmt das. Das war zum Beispiel alkoholfreies gerade. Auch wenn ich meine Späße manchmal mache. Also ich selber passe schon auf mich. Syntik schreibt mich, welche Süx-Position bevorzugst du? Ich finde, die Reiterstellung ist ziemlich nice. Und Hässlinger Mango schreibt, wie schnell kommst du? Also mein Rekord war bestimmt mal 10, 20 Sekunden. Je nachdem, wie sehr man es halt eben drauf anlegt, würde ich sagen. Sonst habe ich natürlich schon hier voll die krassen Konditionen. Halt einmal. Ein Dankeschön geht hier raus an alle Kanalmitglieder. Dankeschön, dass ihr diesen Kanal so geil supportet. Und an der Stelle will ich auch mal Jona, Cookie Island, Drü, Fabian, Groover, Sir Flauschigbohne, Ziolino, Exodus und Jan-Philipp Zockt löblich erwähnen. Wer so krass rein supportet, hat einfach ein saftiges Herz verdient. Leute, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Ich hoffe, ich konnte dich wie immer zum Lachen bringen. Dein CEO!